Und ich verhungere schon wieder. Yay. Darauf haben wir ja alle gewartet. Mach ich ja eigentlich. Ich würde sagen, wir bringen die Decke jeweils hier noch einen weg, so auf die Höhe dann. Ich hab schon wieder einen Last Dead Point, Alter, ich kann da aus. So, haben wir hier das Netherportal stehen. Mitten im Raum. Das ist nicht mitten im Raum. Nö, ist es gar nicht. Das ist ja auch nicht. Also es geht wirklich schlimmer, das muss ich schon sagen. Wenn wir hier eine Wand hinmachen, dann ist gar nicht mehr mitten im Raum, dann steht da eine Wand. Ja, ich wollte es halt in die Wand integrieren, das mach ich dann. Wer sagt eigentlich, dass wir so einen riesigen... Warum machst du eigentlich jetzt gerade den Boden weg? Ach so. Das wird der Boden nachher, upsala. So. Das war knapp. So wollen wir das machen, ja dann. Okay, dann hau ich schon mal ein bisschen Cleanstone in den Ofen. Können wir mal das Eisen rausnehmen. Zack. Haben wir keinen Cleanstone? Haben wir keinen? Hab ich den? So, komm. Nein. So, einmal Cleanstone brennen. Mein Fleisch könnte ich auch mal brennen, aber bringt jetzt im Moment eh noch nichts. Verliere es ja sowieso wieder. Da kommt schon wieder eine Hexe. Ach, komm schon. Na, komm schon. Bevor die irgendwas schmeißen konnte, war sie tot. So gehört sich das. Und ich habe eine Glasflasche gefunden. Von ihr. Ja, bekommen. Gedroppt bekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben das da, das da. Was? Slash GIF. Ich drücke STRG und tu es drüber machen. Was sagt er mir Slash GIF? Was ist das? Ich bin im Ding, ich bin im Rezeptmodus. Ich kann hier einfach draufklicken, bekomme ich gesagt, wie ich sowas herstellen kann. Das ist gut, deswegen habe ich das Programm eigentlich drin, also es ist Mod. Heißt Not Enough Items, ganz einfach zu installieren, einfach rinziehen, in Mods ordnen und fertig. Wie lösche ich mir das jetzt? Was ist das für ein Mist? Was hast du denn da jetzt genommen? Hat irgendjemand Cleanstone? Ist im Ofen. Löwenzahn und scheiß Pilze. Ja. Da sind nur ein paar drin. Alles ist da weg. Schmeiße in eine Lava oder so, irgendwo. Ich verhunger. Haben wir noch Zombiefleisch? Zum ersten Mal, dass ich Zombiefleisch fresse. Ich höre schon wieder Zombies rumstöhnen, was total nervig ist mit der Zeit. Aber ich vergifte gar nicht, aber doch jetzt. Hey, wir haben eine Flasche Maggi. Maggi! So, da kann ich schon wieder was fressen. Der Typ hielt nicht hoch, ne? Na los. Ich will jetzt auch nicht Slash Heal eingeben, das wäre jetzt einfach nur meh. Oh, wir haben Äpfel. Ja. Jetzt beginnt die große Warterei. Bis ja, der ganze ein scheiß Cleanstone, ne? Ja. Es wird so ewig dauern, bis wir den ganzen Raum hier ausgekleidet haben. Kann mir mal jemand die Sticks geben? Nein. Patrick? Ich habe keine Sticks. Dann halt Holz. Bretter. Ja, warte. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Ich habe dir Sticks in die Kiste gelegt.
Das von da oben. Der ist hier oben runtergefallen. Nein, nicht im Ernst. Da oben. Ich klopp dann mal das Netherportal weg, ne? Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Was sag ich? Toll, Patrick schlägt auf das Viecher nur ein. Jetzt muss ich schon wieder ein Inventar schon wieder sortieren. Das ist doch so unfair. Du einfach F. Was? Drück du einfach F. Ja, F wie F. Ich sortiere das ja. Ich muss es aber so sortieren, dass es um die Leiste wieder sortiert ist, du. Ach so. Du. Homo fürst. Ah, Essen hatte ich ja nichts. Hoppala. Boah, das nervt. Dass man ständig keine Fackeln hat, nervt übel. Wenn man halt so viel braucht, wo ist denn jetzt das Obsidian hin? Das Licht da oben. So. Ja, wenn mich meine Erfahrung nicht täuscht, sollte da eigentlich nichts passieren mit dem Netherportal. Es sollte eigentlich verbunden bleiben, solange wir da jetzt, keine Ahnung, nicht 100 Kilometer weit das jetzt hinbauen. Und wenn nicht, was machen wir dann? Und spawnt halt ein neues, aber es macht's nicht. Was sind die eigentlich? Sind die jetzt da oben oder unter uns? Ich glaube, die sind da oben. Die spawnen da immer noch am Zombie-Spawner. Wo kommt dieser Mini-Zombie jetzt her? Willst du mich? Oh, Patrick, du baust auch schon ab. Ja. Ja, Obsidian ist ohne Enchanting einfach mühsam zum Abbauen. Das ist der längste Block zum Abbauen. Ich glaube, der ist an der maximalen Abbauzeit, wo man dann gar nichts mehr bekommt, glaube ich. Mach mal mit. Da haben wir die 9 Diamanten ja schon verbraucht. Jetzt kloppen sie zu zweit auf den einen Block drauf. Mod gibt's dafür, aber das bringt nichts hier. Sollen die mal einprogrammieren? Dann gib Kevin den ganzen. Dann gibst du mir das. So, 14 Stück und dann gucken wir mal, was wir hinbauen. 51, sollen wir mal Rüstung machen? Ja, ich würde eher das Eisen erstmal sparen. Dass wir erstmal mit Eisen. Dass wir dann erstmal mit Eisenwerkzeugen arbeiten. Ja, ich brauche keine 51 Eisen. Wir finden das sowieso tonnenweise Eisen. Wenn man am Anfang keine Rüstung macht, stirbt man schneller als, wie man ja sieht, als alles. Vielleicht machen wir jetzt eine. Ja, mach. Dann mach it. So. Ich will jetzt mal das Zombie-Gestöhne hier abstellen. Das geht mir nicht mehr auf den Piss. So, dann habe ich schon eine Rüstung. Oh, da ist meine Steinspitzhacke auch schon im Ahnennuss. Ich lass mal meine Diamantspitzhacke hier in der Kiste. Ja, ich auch. Nicht, dass sie verschwindet. Ich pack meine auch mal dazu. Ich pack meine in die große Kiste. Ich hab meine ganz rechts unten in die Wertstoffkiste gepackt. Flupp, hab ich Spitzhacke. Mann, wo die ganzen Zombies jetzt sind. Jetzt halt mal gucken, auf welcher Höhe war der Zombie-Spawner, Patrick? Keine Ahnung. Oben drüber halt. Ach, das ist so mühsam mit dem Clean Stone. Er kriegt ja Schaden. Ich. Ach so. Krieg grad mal wieder ein paar aufs Dach. Ist ja mittlerweile normal. Naja. Wo kommen diese Zombies her? Alter, wo kommt der Creeper und die zwei Skelette her? Die sind gerade von mir, die sind da runtergeflogen, die Idioten. Ja, was? Ich hab das noch nicht weggeschmissen. Warte, ich mach das mal anders jetzt.
Ich brauche mal Steinmeister, dann stecke ich mich jetzt da hoch. So, ich stecke mich dann da hoch zu dem Zombie-Spawn und dann leuchte ich da alles in der Gegend mal aus. Ist mir jetzt egal, ich habe keine Lust hier mir Zombie-Gestöhn anzuhören. Das nervt. So, 19 Stück, das sollte reichen. Jetzt decke ich mich mal am besten hier hoch. Patrick, Vorsicht, ein Creeper. Ah, der ist auf mich fixiert. Hau ne weg. Wenn der nämlich auf mich fixiert ist, macht er dir nichts. Ja, das ist mir schon klar. Also ne, hier oben spawnt nichts. Hier oben ist noch Eisen beim Zombie-Spawner. Hier unten bin ich jetzt, okay. Und es ist Lava. Und Creeper. Komisch, dass die nicht abhauen. Das gibt's doch gar nicht. Also, dass die nicht so weit weggekickt werden, dass sie, ja. Einen Slime. Oh, wo der ist. Ist die Frage. So, jetzt muss ich mal kurz warten, bis der Typ hier wieder geheilt ist. Es dauert jetzt, aber wenn ich wieder anfange rumzulaufen, dann verliert er sofort wieder Energie und dann. Naja. Ja. Man hat schon sein Kreuz mit dem Minecraft-Charakter, ne Patrick? Ja. Was sagst du, was? Ah, meine Bandscheibe. Oh, meine Bandscheibe. Oh, meine Bandscheibe. Uah, schon wieder so massig viele Monster. Das gibt's noch gar nicht. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh ja, ich höre den Slime jetzt auch. Hat noch irgendjemand Cobblestone? Ich hab 16, aber die. Wow, sind sie alle tot? Nein, das Skelett überlebt. Ha! Ich hab mich grad selber in die Luft gejagt. Da bauen wir noch ein bisschen Kohle ab hier. Und nicht vergessen, alles ausleuchten. Ich will hier nichts in der Umgebung mehr spawnen sehen. Boah, das ist so langweilig hier unten, ey, weil einfach nichts passiert, nichts. Wir brauchen unbedingt Cobblestone, wir müssen uns glaube ich irgendwo eine Cobblefarm anlegen. Was macht denn der Zombie da? Hm. Mach mal wieder mein F7-Modus. Komm mal wieder zurück, ich werde hier gerade verfolgt. Eisen. Alter, wie viel Kohle ist hier, ey? Warum kommt das Skelett mir hinterher? Das hat 5 Millionen Kilometer weit Entfernung noch ein. Na eben, also es weiß, wo man ist. Oh, jetzt kommt dann lieber. Das erahnt dich, so wie die KI in Watch Dogs, die erahnen dich einfach. Wenn ich das jetzt kaputt mache, kommen sie runter. Noch immer da oben was sein kann, naja. Guck mal, Marcel, ich habe hier gerade mal eine Treppe nach oben gemacht. Kannst du gleich hochkommen dann? Ja, zwei Creeper, einfach mal so. Und tschüss. Jo, die haben mir trotzdem viel Schaden gemacht.
Rot, die Skelette kommen. Natürlich spawnt eine Spinne, die mir entgegenkommt. So, da hinten war. Ach. Was gibt's hier so? Cobblestone oder sowas? Ja, ja, ich tue einfach ein bisschen nach Cobblestone gerade buddeln. Wenn du nach Cobblestone buddelst, musst du aber viel buddeln. Ich habe schon wieder Kohle und Eisen gefunden. Ey Mann, ich habe keine Lust mehr abzubauen. Das ist immer so ein Zwang, weißt du? Ich kenn's. Vor allem mit einer Steinspitzhacke ist das so mühsam. Ich würde am liebsten meine Diamant benutzen, aber nee. Die Diamanten haben wir zurückgelassen. Wenn wir genug Kobbel haben, können wir endlich mal einen zweiten Ofen anfeuern. Dann geht das Ganze nämlich auch schneller. Dann gehen die Entwicklungen dort auch mal voran in unserer Bude. Willst du mir mal eben den Kobbel geben, den du hast, Marcel? Wie geht denn das nochmal, oder? Ich alles rausschmeiß, wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Es gibt eine Tastenkombination, da schmeißt man alles raus. Hä? Aua. Es gibt eine Tastenkombination, da schmeißt er alles aus. Steuerung Q. Ja, aber alles was von dem Zeug. Nee, alles von dem Zeug geht's auch. Das ist dann mit Inventory Tweaks. Nein, das ist nicht mit Inventory Tweaks. So, wo ist denn dieses Portal? Ist er weg? Ach ja, Ed wird doch langsam. Ja, so langsam wird's ja auch Monster. Langsam. Aber bei wem ist schon wieder das Auto zu hören? Bei mir. Ja, ich muss die Fenster auflassen, weil sonst wird's bei mir im Zimmer zu warm. Ja, bei uns war es halt extrem schwül. Schwul. 7-0. Was, schwul 7-0? Nee, Turbility. Ich habe schon wieder irgendwo ein Skelett und das regt mich auf. Ja, wer weiß, ob wir unten jemals unsere Ruhe haben werden vor den Viechern. Dann müsst ihr gucken, wo hier. Aha. Also auf dieser Seite wurde noch gar nichts auf. Irgendwann mache ich mal X-Ray-Mod rein, bloß um zu sehen, wo die Viecher sind. Überall, wo was ist, kommen Fackeln hin und alles. Wieso? Du kannst doch den Hüllenmodus einschalten. Ja, stimmt. Das ist sogar besser. Oh, ich habe Gold gefunden. Und du kannst sogar die Leute anzeigen, also die Monster, aber das wäre jetzt nicht so. Nicht sowas. Einfach nur, dass man sieht, wo was spawnt. Nicht wegen langsam wird das. Langsam wird es doch, ne? Ich habe schon wieder keine Fackeln, was mich ziemlich aufregt. Ich baue mal den ganzen Kies ab. Andreas Kiesling. Ja. Ein bisschen Türkies. Oh, hallo Slime. Wie kein Slimeball. Frechheit. Scheiß, Kies. Schon wieder Kohle gefunden, ey Mann. Wie lange man einfach nur Hunger hat.
Wir müssten auch irgendwie mal einen Platz für eine Farm aussuchen. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Haupthöhle hier, den Hauptraum. Und dann gucken wir erstmal weiter. Genau. Der Hauptseher hat einen Cobblestone in der Hand. Oh, eine Kartoffel. Hat eine Kartoffel gehabt.